Weiter geht's, liebe Freunde von City Skylines Teil 2 bei City Skylines Teil 2. Und wir müssen ein paar Sachen heute erledigen, nämlich uns mal wieder um das Thema hier kümmern. Ja, wir müssen jetzt einfach erweitern und unsere Stadt erweitern. Und bevor wir das machen, will ich allerdings hier noch ein paar letzte Handgriffe anlegen an das Thema hier. Und gerne einmal hier vorne noch eine Straße bauen, die nach Möglichkeit hier in diesem Bereich so mit rangeht, dass das einfach hier so, dass das einfach vernünftig aussieht hier das Ganze. So, dann haben wir hier eine Straße. Hier geht eine Straße lang und dann ist das hier doch vernünftig eingebaut. So, hier steigert das sich das Ganze. Wir sind noch nicht bei voller Effizienz. Ihr seht es, wir haben auch noch eine ganze Menge Angestellte offen. Das ist auch in der Tat noch ein Problem bei uns in der Stadt, weswegen wir hier auch eine Menge Bedarf haben. Das sehen wir unter anderem auch einmal in der Bevölkerung. Wir haben nur noch 1,7% Arbeitslosigkeit. Wir haben 10.000 Arbeitnehmer, aber 14.000 Arbeitsplätze. Und da müssen wir jetzt mal, bevor wir die Bevölkerung erweitern, mal gucken, worum es überhaupt geht. Ihr seht, schlecht Ausgebildete, gut Ausgebildete brauchen wir mehr. Und sehr gut Ausgebildete in diese Richtung, das ist okay. Wir haben also ungefähr 2.000 offene Stellen im Moment. Ja, also das ist der Bedarf. Wir können die Industrie noch erweitern. Das macht aber im Moment keinen Sinn. So, da müssen wir einmal ganz kurz in die in das zweite wichtige Thema gehen, in die Bildung. Wir sind bei 2,6 auf 2,6, das passt. 2,30 auf, oh, 2,58, das ist ein guter Wert. 1000 auf 1000 ist okay. College haben wir nach wie vor nur eins. Ne, da haben wir schon zwei gebaut. Hier vorne, ne, genau, seht ihr? Da haben wir nämlich nur eins gebaut. Den Erweiterungsflügel haben wir schon gebaut. Ja. Da müssen wir mal gucken, dass das bleibt. Aber ich möchte hier eigentlich nicht mehr Colleges bauen. Zumindest nicht für den Moment. Universität sind auch knapp 1000 von 1000 Leuten. Also das sieht erstmal ganz gut aus für unsere kleine Stadt. So. Dann wollen wir hier vorne auf jeden Fall das Ganze erweitern. Ich würde die Ecke, wie wir sie hier gebaut haben, die finde ich eigentlich ganz schick. Und ich wollte ja hier eigentlich nichts dran bauen und das bleibt auch so. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir hier hinsetzen. Da könnt ihr mal Vorschläge abgeben. Aber wir können beispielsweise hier die Ecke noch zu einem Einkaufsgebiet machen. Und von hier aus einmal eine, wir können auch eine zweispurige, nein, eine vierspurige, glaube ich, von hier vielleicht besser gehen. Naja, ist, glaube ich, egal. Was wir machen, der Einfachheit halber, meine sechsspurige hin. Bis nach da. So. Und von da aus werden wir uns mit zwei vierspurigen verteilen. So, und das Ganze machen wir hier auch. Nee, das ist einmal zu weit. Ich würde sagen, von hier machen wir das mit einer zweispurigen Straße. So, und hier können wir jetzt neue Gebäude errichten. Und da will ich auch, also neue Gewerbegebiete, ja, da will ich auch eigentlich nichts anderes haben. Es gibt diese Uferpromenade hier, das ist übrigens das Neue aus dem DLC. Und da will ich hier hinten große haben und hier vorne machen wir noch zwei kleine Geschäfte hin. So, also hier auch, da machen wir ein kleines hin und hinten noch so ein großes. So, das ist das Thema. Dann werden wir einmal unsere Bäume hier lang bauen. So, einmal in der Linie die Edelkastagnette auf 13 Meter und einmal dahin
Oh ja, das passt ganz gut. Setzen wir uns da nochmal zwei hin und da in die Mitte nochmal ein. So. Mhm. Ungefähr nach da. Ja. Und von dort in die Richtung. Und einmal dahin. So. Da machen wir jetzt ein paar Büsche rein. Das machen wir jetzt mal manuell. Ohne irgendein Tool. Einfach hier so ein paar bunte Büsche rein. Und nochmal so ein gepflegter grüner Busch. So. Sehr schön. Dann haben wir hier auch so einen kleinen Park hier anschließend. Und jetzt können wir dort zum Beispiel noch einmal hier so einen, okay, einmal so einen Weg durchbauen. Zack. So. Den können wir dann einmal darüber anschließen. So. Gut. Dass das einfach so aussieht, wirklich wie so ein kleiner Park, wo hier dann, wo sich die Sachen dann durchschlängeln. Sehr schön. Hier vorne weiß ich noch nicht, was wir da machen. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Aber dass diese Leute hier an der Seite zumindest Einkaufsmöglichkeiten haben. Gut. Hier vorne gibt es Verkehr. Oh ja, guckt mal, wir können unser neues Tool nutzen. Road Highlighting Segment Tool. Und wir highlighten einmal Bob. Ist das cool. Also, wo wollen die Grünen alle hin? Die kommen von hier. Die fahren erstmal nach links. Okay. Drehen dann hier um dann... Aha. Okay, das eine Auto macht ja Sinn. Also, die wollen wirklich einfach nur stumpf auf die Parkplätze, dahin, da auf den Parkplatz, hierhin zum Einkaufen, auf den Parkplatz und auch raus. Okay, also gibt es kein ganz spezielles Ziel. Die wollen da einfach nur durch. Ja. Das ist natürlich eine geniale Lösung hier, ne? Dass ihr euch hier hinstellt. Und die nicht rot. Was macht er jetzt hier? Was hat er für einen Auftrag? Ich liebe es. Ich hab grün! Du stellst dich auf die Kreuzung, Schatz. Ist mir egal. Ich hab grün. Ich sag ja, wir in der Realität. Da soll noch mal einer sagen, dieser Verkehr ist unrealistisch. Sowas sehe ich jeden Tag bei uns in der mehr oder weniger Großstadt. Ich hab grün. Ich kann fahren. Aber Schatz, da stehen Autos auf der Kreuzung. Du stellst... Ich hab grün. Herrlich. So, was hat er? Nicht genügend Kunden... Freizeit? Nahrung. Ah, okay. Ja, alles klar. Nahrung macht Sinn. Das Problem haben wir ja schon erkannt. Das ist das Thema Weizen, da müssen wir uns drum kümmern. Okay, ja, an der Kreuzung. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas machen wollen. Ich meine, die müssen halt einfach nur hier rüber. Was wir machen könnten, wäre... die Phasen aufteilen, abbiegen bei Rot und speichern. Ja, und vielleicht sogar eine exklusive Fußgängerphase. So. Das erzeugt einen stabilen Abfluss von der Seite und einen stabilen Abfluss von der Seite. Ihr seht das jetzt. Jetzt kann der Verkehr dort sauber abfließen. Und die Ampel hier nehmen wir, ob das klappt, nehmen wir weg. Dann werden wir hier sogar ein Stoppschild hinsetzen. Das sollte hoffentlich... Oh, kriegt die Krise. Jetzt macht er das auch hier hin, ne? Die Ampel nehmen wir weg. Mhm. Tja. Jetzt wird es noch chaotischer. Mal gespannt, ob das funktioniert. Wir könnten natürlich... Wir könnten das hier noch anders machen. Wir könnten die Straße hier
Jetzt habe ich noch eine Idee. Entschuldigt bitte, ich wollte eigentlich noch was ausbauen, aber auch diese Verkehrsthemen gehören einfach mit dazu. So, jetzt könnten wir hier eine Straße nehmen, aber es gibt, glaube ich, keine asynchrone mit Mittelspur. Das ist ja doof. Es gibt jetzt nur eine achtspurige mit Trennwand. Dann hätten wir hier so einen Michigan Turn Left. Okay, akzeptiert. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Spuren nochmal verändern mit unserem neuen Traffic-Spuren-Tool. Also erstmal U-Turns und Unsafe weg. Weg. So. Genau. Ja, genau so möchte ich das haben. Und er kann tatsächlich... damit rangehen. Ja. Genau so. Dass er die Möglichkeit hat, hier umzudrehen, dann verhindern wir diese komischen, dass die hier irgendwo anders hin wollen. Und die können sauber hier reinfahren und die anderen Autos müssen nach rechts. Ich hoffe, dass wir damit die Spurensituation hier ein bisschen stabiler hinkriegen, zumal diese Spur hier sauber jetzt abfließen kann. Hier vorne will ich jetzt eigentlich nichts machen. Da lassen wir das. Da lassen wir das mal so. Okay, gut. Also die Thema, das Thema auch beseitigt. Oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Das ist verlassen, das Gebäude. Lärm gering. Jetzt war der Lärm aber wahrscheinlich einmal kurzzeitig ein bisschen größer. So, dann werden wir jetzt hier vorne die Ecken mal vervollständigen. Ach, das geht nicht daran. Aber wir wollen einmal das auf jeden Fall noch machen. Das können sie bauen. Tja, jetzt wollen wir hier noch große Hochhäuser hinsetzen. Auf die Seite können wir auf jeden Fall noch mittlere Dichte setzen. Da auch und da auch. Ah, das kommt von hier. Okay, dann machen wir das auch so. So, hier vorne können wir noch mittlere Dichte setzen. Aber vermutlich kommt das auch von der Seite. Ja, alles klar. So, tja, was machen wir hier? Hohe Dichte. Ich würde sagen, ja, wir machen den noch zweimal. Ja, noch zweimal hohe Dichte. In die Ecke. Gut, dann wäre eigentlich der hier fertig. Dann können wir hier noch ein paar Büsche und ein paar schöne Fußgängerwege planen. Das machen wir dann in einer anderen Folge und dann wären wir da soweit durch. So, wie sieht es hier vorne aus? Da kriegen wir dann auch noch ein Gebäude hin, oder? Ist alles vergeben, okay. Ja, dann sollte das kein Problem sein. Okay, dann gehen wir einmal hier hinten hin und erweitern die Industrie. Da haben wir ja auch jetzt genug Bedarf. Jetzt gucken wir mal, wie viel... Ja, wir warten erstmal ab, ob die jetzt wirklich alle kommen. Die müssen ja sich auch noch alle ansiedeln, die müssen alle Waren von hier holen. Das wird ja dann nochmal ein bisschen komplizierter werden. So, also das ist auch okay, die Industrie kommt und wächst. Jetzt haben wir tatsächlich einen Tuck zu viel. Ja, aber das ist kein Problem. So, Büro haben wir übrigens nicht mehr. Das will ich euch mal zeigen, das ist ganz spannend. Wenn wir auf die Demand Factors sehen, dann sehen wir jetzt... Uneducated Workforces ist jetzt nur noch ist relativ gering. Wir haben jetzt im Prinzip alles an Leuten und Menschen, die wir haben, in Jobs gesteckt. Und haben jetzt einfach zu viele offene Stellen.
Ihr seht es auch hier, da ist gerade auch Local Inputs, jetzt ist das schon wieder vorbei. Empty Buildings, jetzt kommt das schon wieder hoch. Aber das ist im Prinzip, das ist der Grund, warum wir hier keine Demands mehr haben für Industrie und so. Aber das kommt ja und vor allen Dingen auch fürs Büro. Jetzt gehen wir noch einmal in die Demografien. Da will ich einmal gucken, die rutschen noch nicht nach, das ist schade. Hier, der Block, der wird uns noch große Probleme bereiten. Der wird uns richtig Probleme bereiten. Und ich verstehe nicht, warum der existiert. Spielmechanisch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber der wird uns noch Probleme bereiten. So, also der Bereich ist fertig. Und dann will ich jetzt hier unten auch noch ein bisschen mehr anbringen. Und dazu werden wir hier diese Straße erstmal weiterführen. Das ist, glaube ich, eine 1, 2, 3, 6-spurige. Der Reed-Gedenkweg. Jetzt die große Frage, mein lieber Red-Gedenkweg, wo gehst du denn hin? Wenn ich dich da unten jetzt weiterführe. Na, da bin ich mal gespannt. Wir machen das jetzt auf jeden Fall. Wir führen die 6-spurige Straße. Einmal da weiter, bitte. So, erstmal bis nach da. Dann werden wir ihn hier anschließen. Einmal so. Gut, also die Kreuzungen haben wir auch. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier unten rein, hier würde ich gerne mittlere Häuser setzen, keine großen. Wir haben hier eine Schule mit dran, die ist soweit fertig. Und ja, das ist im Prinzip alles. Und da werden wir hier eine vierspurige Einfahrt machen von der Kreuzung aus. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Und maximal vielleicht hier vorne noch einmal rangehen, damit einer zweispurigen Straße. Was will ich eigentlich nicht? Die Rembrandt Street, die kriegt hier hinten dann so einen kleinen Kreiselverkehr. Wupp. Dann haben wir diese Ecke hier auch beseitigt. Und da werden wir jetzt einfach ganz stumpf weitere Häuser bauen. Und dann können wir hier noch ein bisschen Blattwerk rumzwirbeln. Und dann ist im Prinzip die Ecke auch schon fertig. Und hier will ich wirklich nur... Ja, wir können vielleicht hier vorne mit so ein paar Reihenhäusern starten. Nach hier hinten gehen wir mit größeren Häusern. Und dann werden wir hier hinten wieder mit ein paar kleinen Reihenhäusern enden. So. So ungefähr stelle ich mir das vor, an der Rembrandtstraße, und dann werden wir dort unsere Bäumchen weiter lang bauen, die wilde Edelkastanie, ja, sehr gut, mit 13 Meter nördlichem Standardmaß. Jetzt muss ich einmal rauszoomen, gucken, ob das passt. Jawohl, zack, einmal dahin. Einmal dahin. Und ich mache das jetzt übrigens auch bewusst, dass ich nur eine Einfahrt mache. Da müssen die Leute, die da leben, im schlimmsten Fall mal ein Stündchen warten. Aber ich habe dann die Hoffnung, dass wir dort keine Probleme, was sonstigen Verkehr angeht, hoffentlich kriegen werden. So. Ein Weg durch. Das ist eigentlich hier prädestiniert, hier vorne, für einen kleinen Fußweg, den wir da lang gehen lassen. So. Dann können wir vielleicht dort nochmal rangehen. Wunderbar.
Gut. Das haben wir auch. Und jetzt nehmen wir uns unseren Buschpinsel. Und das mal jetzt tatsächlich nicht mehr manuell. Das machen wir jetzt per Pinsel. Ja. So, ein paar Büsche davon. Ein paar Büsche davon und ein paar Büsche davon. So. Und dann gucken wir mal, dass wir tatsächlich noch ein paar Kiefern reinsetzen. Aber dann machen wir die Prozentzahl auf ganz gering. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn natürlich auch wilde Laubbäume, immergrün Kiefern und Fichten. Davon ein paar. Ausgewachsen. So, einfach mal hier so ein paar mit rein, so ein bisschen immergrün. Ja, genau so. Einfach wild damit rein. Ah, sehr schön. So, und ihr Lieben, jetzt fehlen mir echt noch Assets. Also ganz ehrlich, liebes Paradox-Team, Assets wären cool. Ich weiß, es gibt Asset-Mods, aber die will ich aus Stabilitätsgründen nicht verwenden. Ich würde hier so gerne hier so einen kleinen Park bauen oder hier wirklich ein paar Bänke aufstellen und hier wirklich was Tolles bauen für unsere Leute, aber das gibt es leider noch nicht. Aber ist okay, dann werden wir uns erstmal mit den Standardsachen beschäftigen und noch keine Sachen weitermachen. So, dann werden wir das Busch-Set, wir sind ja noch nicht ganz durch, wir wollen ja auch unsere Stadt langsam wachsen lassen, im Gegensatz zum letzten Let's Play und das hübsch machen, die wilden Büsche nehmen. Und dann werden wir auch dort, zack, da kommen jetzt wilde Büsche hin, so. Ja, sind im Prinzip hier durch, da auch. So, ein paar wilde Büsche. 7%, wir könnten noch mal ein bisschen hochgehen, aber das sieht schon ganz gut aus. Wenn nicht so viele dranhängen. Und dann überlege ich mir mal, ob wir wirklich hier noch mal einen Fußweg bauen. So. Wunderbar. Sehr schön. Immer schön im Grünen, im Nördhof. Und jetzt ist übrigens genau das passiert, was ich mir schon dachte. Der offizielle Red-Gedenkweg ist jetzt woanders hingefahren, nämlich geradeaus. So, was wir jetzt übrigens hoffentlich hier geschafft haben, ist unter anderem auch hier für unsere Leute hier mehr Bevölkerung hinzubringen. Das wollen wir ja auch noch, das wollen wir auch noch machen. Und wir werden das jetzt hier so weiterziehen. Wir werden im Prinzip das Gleiche nochmal andersrum bauen. Dann gucken wir mal, dass wir auch von den Längen ungefähr hier hinkommen. Und dann auch den Teil hier nochmal spiegeln und hier hinbringen. Allerdings will ich hier in die Mitte, ungefähr hier, und das zeichnen wir jetzt mal ein, hier noch mehr Leute hinbringen. Und also wenn ich ehrlich bin, ich würde gerne beim Mittel und Hoch bleiben hier in der Stadt. Ich möchte tatsächlich die Niedrige, da können wir anfangen zum Beispiel hier in diesem Gebiet. Müssen wir uns das mal angucken. Das geht alles hier. Na, jetzt zieht schon, hier zieht es schon langsam hoch. Also das wird ein Problem. Hier in diesem Gebiet vielleicht hier nochmal erweitern. Hier die Ecke können wir noch zumachen. Hier vorne haben wir noch Platz. Hier müssen wir die einfachen noch weiterbauen. Also da haben wir noch genug Kapazität. Das würde ich sagen, bauen wir hier noch ein paar einfache rein. Und dann werden wir mal versuchen, dass wir hier noch einen Weg jetzt hinkriegen. Hierhin. Dass wir die Ecke auch noch mit kleinen einfachen Häusern besudeln. Und das möchte ich einfach vernünftig trennen, dass man wirklich so, ja, richtige Gebiete hat. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier vernünftig hinkriegen. So. Dann einmal da lang. Okay. Sieht von hier gar nicht so schlecht aus. Jetzt würde ich sagen, werden wir die Straße mal ganz stumpf nach oben erweitern. So. Jetzt gibt es da eine Straße drum. So. Und jetzt will ich hier tatsächlich noch einen Mittelabgriff machen.
Ich möchte die Grundstücke ein bisschen kleiner haben. So, dass sie wirklich mal ein bisschen auch ausgefallen aussehen. Und dann werden wir hier noch ein paar weitere kleine Häuschen planen. Da nicht. Doch da auch. Da, 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 da. Ja, komm, da können wir auch welche planen. So, die Ecke, das ist die Mauer. Die bleibt stehen. Ah, das sieht toll aus. Gut, da müssen wir uns jetzt um die Standardsachen kümmern, die wir natürlich für unsere Bevölkerung immer machen müssen. Wir brauchen... Ei, du grüne Neune. Was ist denn das? Die haben ja die... Da ist ja... Wir haben ja... Da ist ja... Wir haben ja... Okay, okay. Oh Gott. Jetzt müssen wir einmal gucken. Okay. Ja, mit so einer Reaktion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann weitere Ärzte. Wir könnten halt überlegen, ob wir ein Krankenhaus freischalten. Und dann hier ein Krankenhaus platzieren. Ja, nee, wir machen weitere Ärzte. Ich finde Ärzte. Und so kleine Mini-Krankenhäuser, so kleine Dorfkrankenhäuser finde ich cooler. Was ist das hier? Eine Polizei. Das hilft aber auch nur in dem Gebiet. Ich weiß übrigens, dass man hier Gebiete zuweisen kann. Das ist kein Problem. Aber das möchte ich tatsächlich bewusst nicht machen. Das weiß ich nicht. Das ist okay. Aber da muss man es auch nicht mit übertreiben. Wir könnten... Ach, schade. Das passt da nicht rein. Passt vielleicht hier irgendwo ein Krankenhaus noch rein? Nee. Hier vielleicht. Das wäre auch nicht schlecht. Wo ist denn das nächste? Da oben. Können wir hier noch was erweitern? Nur noch anflanschen. Das möchte ich nicht. Dann bauen wir das dahin. An die Straße bitte. So. Da wir genug Geld haben, werden wir das auch gleich erweitern. So. Dann einmal neben die Polizeistation. Ja, wir gucken trotzdem sicherheitshalber. Die Polizeistation einmal erweitern. Krankenhaus bitte. Also ein kleines. Das können wir da oben mit dran stellen. Nee, das machen wir da mit dran. So. Gut. Dann sollte das Thema Arzt damit erledigt sein. Dann, bevor wir hier erweitern, gucken wir mal weiter. Ärzte, Haken hinter, dann sollte sich das Thema hier auch verbessern. Gestorben wird immer noch. Abfall, 700 auf 1800, passt. Polizei passt auch. Ne, Feuerwehr. Trotzdem eine gute Abdeckung. Wir sollten aber überlegen, dass wir hier hinten auf jeden Fall auch noch einen Löschzug bauen. So, Polizei haben wir schon geguckt. Verwaltung. Ja, Bildung haben wir da hinten jetzt eine schlechte Abdeckung. Da müssen wir also so noch eine Busroute irgendwann einrichten. Hier vorne wieder hin. Das müssen wir noch alles erweitern. Das kriegen wir hin. So, jetzt die spannenden Sachen. Transport der Post. Oh, da haben wir ja auch... Oh, da haben wir auch ein großes Problem. Ich vergesse übrigens tatsächlich immer, wo die Krematorien sind. Unter Müllverwertung oder unter Arzt? Arzt. So. Wie viel haben wir denn da? Postrate 42, Verarbeitung 36. Wer schafft denn einer von den Dingern? Zugestellte Post, eingesammelte Post. Ja. Mehr Platz für Lieferwagen, erweiterter Lagerplatz. Ne, wir bräuchten eigentlich... Ja, die schaffen knappe, also wenn er bei 26 ist und er bei 7 und zugestellte Post, dann sind wir hier tatsächlich bei etwa 32 oder so eingesammelte Post. Und wenn wir uns das hier angucken,
42, ja, das passt ungefähr. Also wir sind an der Grenze, wir sollten beide mal erweitern. Die Frage ist, mit was ist der Lieferwagen das Problem? Ich würde fast sagen, ja, ne? Lagerplatz haben wir genug, dann werden wir hier mal einen Lieferwagen bauen. Kriegen wir da noch ein Lager hin? Ich bin mir nicht sicher. Wir können den Lieferwagen an die Seite anflanschen. Und dann sollten wir hier auf jeden Fall genügend haben. Dann bauen wir da noch ein Lager hin. Und der kriegt auch noch ein Lager. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt mit der Postsammelrate ausreichend sind. Und jetzt gibt es hier noch ein paar Briefkästen. Er kriegt auf jeden Fall noch einen. Machen wir hier in die Hauptstraße ein. An der Seite. So, der Red Gedenkweg hier kriegt auch nochmal einen, warum auch immer. Dann brauchen wir hier vorne bei der Polizei noch einen. Die müssen bestimmt auch mal was wegbringen. Dann werden wir da einen hinsetzen. Und auf der Seite für die Leute. So, da hatten wir einen. Da oben sieht es gut aus. Oh, hier hinten haben wir auch gar nichts. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Briefkasten hin. Keine Ahnung, vielleicht wollen die auch mal Briefe schreiben hier. Können wir da einen hinsetzen? Das reicht noch. Top. Das reicht für die beiden Unternehmen aus. Wunderbar. Gut. Also, das haben wir auch. Aber es reicht noch nicht. Wir haben ja noch das Thema Internets. Und, ui, das sieht nicht gut aus. Das sieht tatsächlich überhaupt gar nicht gut aus. Denn der hier hat auch eine ganz schlechte Internetanbindung. Und da würde ich jetzt wirklich mal gucken, dass wir beim Thema Internet uns jetzt ein bisschen aufrüsten. Tja, Telekommunikationsturm. Netzwerkkapazität der Stadt zu erhöhen. Wir nehmen die Serverfarm. So. Und hier vorne reicht mir erstmal ein Telekommunikationsturm, so ein kleiner, hin. Kann ich denn hier das Gebäude nicht bauen? So, fertig. Aber hier hinten, da würde ich tatsächlich lieber eine Serverfarm bauen. Denn ihr seht ja, wir haben hier tatsächlich Probleme mit dem Internet. Das hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm. Das kann übrigens tatsächlich ein Punkt sein, warum es hier in diesen Läden schlecht läuft, ne? Weil die einfach auch natürlich Internet zum Funktionieren brauchen. Und gerade hier, da sind die Leute auch maximal zufrieden und da wohnt auch keiner drin in Nerdistan. Hohe Steuern, kein zuverlässiges Internet. Schon doof. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir eine Serverfarm bauen. Und die würde ich jetzt, tja, was hatten die für eine Lautstärke? Mittel. Dann setzen wir die hier hin und gucken, dass wir in dem Bereich keine weiteren Häuser, sondern Gewerbegebiete bauen. So, dann sollten wir aber jetzt mit dem Internet an der Stelle soweit, dann sollte das hier soweit passen. Okay, wunderbar. Dann haben wir unsere Stadt soweit geupdatet und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier mehr Leute bekommen. Vor allen Dingen können hier natürlich noch Leute einziehen. Ihr seht, die Dinger sind alle leer, ne? Da hat jetzt irgendein Investor hier Häuser gebaut, aber die sind alle noch leer. Aber das wird sich geben in den nächsten Folgen. Da werden wir unsere Stadt erweitern und erweitern und erweitern. Und zum Schluss will ich heute mal in diese Statistik hier reingucken. Boah, 2000 liegen wir mittlerweile unter. Das hat sich mittlerweile erledigt. Öl ist halbwegs vernünftig. Aber wir haben wirklich ein Problem mit Weizen, ne? Man sieht das hier tatsächlich auch. Da produzieren wir zu wenig. Ja. Okay, es ist so, wie es ist. Das können wir tatsächlich jetzt erstmal nicht ändern. Wir haben ja auch keine Möglichkeit, irgendwie Schiffe ranzubringen hier an diese Industrie. Das heißt, die müssen mit dem hier klarkommen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann erweitern wir unsere Stadt. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd.